Okay, weiter geht's. Oh Leute, eure Kommentare teilweise, ne? So, wen fand ich noch cool? Sie fand ich noch ganz cool. Holen wir mal noch sie mit ins Boot rein, würde ich sagen. Kuchi Makoto Gatsumet, geblät. Der redet wie so ein japanischer Russe. Yobama blät. Blät. So, was ist eigentlich hier jetzt? Der ist wieder Smartphone. So. Ach, ihr seid merkwürdig. So. Yay, wir haben noch eine Powerkanone im Team. Ich habe bloß die Motivation, die motivierten Zappel-Leute ins Team geholt bisher. Ein cooler, perverser Typ bist du. Na gut, schlagen wir mit ein. So, komm. Jetzt seid. Die machen immer alle so komische Fressen, da machen sie die Moves. Aber sie ist eher so die coole, glaube ich. Sie ist eher so die. Ich bin erstmal hier mit meinem Trainingsanzug, mit meinem Pullover hier am Start, so mit dem Hoodie. Und mache dann auf cool. Ja, ich bin die coole von nebenan. Und so, ja, cool, yeah. Oh, ja, Kawaii! Okay, das war's damit cool. Blub, 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 blub. Dam. Ich wüsste gerne mal, was ich hier auswähle. Aber ich bin so froh, dass Project Diva X ja in Deutschland erscheint, ne? Ganz nebenbei, wenn wir mal so ein bisschen in die Materie eintauchen. Project Diva X kommt in Deutschland raus und das aber zwar nur im PSN Store als digitale Version, aber es kommt raus und das Coole ist halt die englische Sprachausgabe, weil Project Diva X hat ja auch so ein ganz bisschen Story-Gedöns. Und da bin ich mal gespannt, was da gelabert wird. Das ist ja, glaube ich, dann das erste Mal auch, dass Vocaloids dann so eine Story angedichtet wird. Normalerweise macht man das ja nicht so gern. Außer halt in den Liedern individuell. Aber ich bin mal gespannt, was da überhaupt steht. Weil auf die Story bin ich ein bisschen gespannt, auf dieses Rumgelaber da. Ayo, Bruce Son ist zurück. So, wir dürfen uns ein... Das kenne ich! Haben Sie das vorhin auch schon mal gehört? Nee, oder? Das war was anderes, was wir vorhin gehört haben, oder? War das Ready? Ich weiß nicht, mal. Kenne ich irgendwas hiervon? Ich kenne dieses Hauptlied, dieses Intro-Lied und dieses ganz Bekannte kenne ich. Aber das sagt mir gerade alles nichts. Na, guck mal. Das hört sich an, als ob Mario in eine Röhre reingeht. Okay, cool. Ja, nur digital. Also, Project Diva X wird es in Deutschland oder in Europa allgemein nur digital, glaube ich, geben. Vorerst. Mal gucken. Dann machen wir Ready. Keine Ahnung, ob ich schon mal gespielt habe oder nicht. So, komm, weg. Ich will jetzt Rhythm Games machen. Was sind die drei? Das sind die drei, die magisch. Jetzt müssen die zwei Zwillinge dazukommen oder die Geschwister. Dann habe ich so meine Lieblinge von der Serie beisammen. Producer-san! Oh, guck mal, wie sie jetzt da dritt da sind. Ich mag das gerade ein bisschen, wie sie alle zusammen da sitzen und da stehen und News reden oder irgend sowas. Ich muss jetzt anscheinend wieder ein Lied aussuchen, auf jeden Fall. Oder was auch immer ich hier mache, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, was ich da mache. Mit den weißen Haaren muss ich gerade mal gucken, aber die war nicht so cool. Also in meinen Augen. Es sind jetzt so meine Favoriten. Jeder hat ja seine eigenen Favoriten, aber. Ich würde mal sagen.
Wir gucken einfach mal, was abgeht hier. Man, ich hab Durst, hab hier was trinken. So. Wie sie alle gemeinsam da weglaufen und glücklich mit ihrem Leben sind. Ist es nicht schön? Ist ein Traum. Ich hab die Moves raus. Ich hab mir überlegt, ich mache in Zukunft auf meinem Kanal einfach nur noch Training und so Fitness-Videos für zukünftige Idols. Weil ich hab die Moves einfach alle raus. Ich kann die Moves. Die Moves sind mir. Die sind mir im Blut, Junge. So, zack. Hat sie gerade Mushi gesagt? Sie hat Mushi gesagt. Ja, wer weiß, was Mushi ist in Japanisch. Was ist das hier? Go My Way? Regular Debüt. Ah, das hier ist Schwierigkeitsgrad oder irgend so ein Kram. Ah, Pro gibt's noch und Experte wahrscheinlich. Da wird's dann wieder ein bisschen schwerer. Okay, hier kann ich zusammenstellen, was ich will. Für Leute, die mitmachen im Lied oder irgend sowas. Ach, die haben ja alle drei Krönchen auf, das sehe ich ja jetzt erst. Ich dachte, die werden individuell für jeden Charakter eingesetzt. Aber die haben alle Krönchen auf. Cool. Ah. So, ist das jetzt hier? Kann ich jetzt hier? Das ist Ready, kenne ich. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das Lied kenne. Du holst dir die DVD, wenn ich sowas mache. Okay, Word. Versprich mir. Ah, okay, hier kann ich quasi, wenn ich die Story dann durchgespielt habe, mich durchgeklickt habe durch das, was ich nicht verstehe, kann ich dann hier am Schluss die ganzen Lieder quasi spielen und dann auch hier Schwierigkeitsdinger gerade freischalten und so. Okay, das wollte ich, das ist so das Hauptding, warum ich mir das Spiel überhaupt geholt habe. Was? Krönchen? Achso, Krönchen! Ah. Ich bin der Movesmacher hier. Ein Perverser, ein Wort. Gut, wir wollen jetzt mal jetzt keine alten Lieder nochmal spielen, sondern wir wollen ja mal gucken, da ein paar Sachen freizuspielen. Obwohl es mich ja mal interessieren wird, wie die Lieder im Laufe der Schwierigkeitsgrad-Dingens werden. Aber wir können ja irgendwann nochmal einen Stream dann hier drüber machen und können dann mal auf höherem Schwierigkeitsgrad spielen. Deswegen würde ich sagen, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Hier sind Klamotten, hier ist, weiß ich nicht, und ich gehe einfach mal hier drauf. Hier kann ich zusammenstellen, wer singen soll. Da gehe ich halt jetzt einfach mal ganz links drauf. Das war richtig, denke ich. Ihr seid anscheinend voll begeistert von meiner Idee, diese Moves als Videos zu machen. Gut. Schauen wir mal, ne? Ah, es geht schon los! Kann ich nochmal wiederholen? Ich hab einen Einsatz verpasst, weil ich auf den Chat geguckt hab. Ist es wiederholen, was ich gerade mache, oder ist es gerade rausgehen, was ich mache? Okay, wiederholen. Sehr gut. Let's go. Aber das kommt mir so vor, als ob wir das Lied jetzt schon 3-4 Mal gehört hätten. Wir machen irgendwie immer wieder das gleiche Lied, oder? Oder ich bild mir das ein, ich hab keine Ahnung. Ich höre auch nur auf einem Ohr die Musik, von daher... Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da erst noch einen Plan machen bei dem Spiel hier. Okay, jetzt kann nicht das gleiche Lied sein. Die machen gerade voll die anderen Moves. Und alle singen mit. Doch, das haben wir schon mal gemacht. Also gibt's die Lieder alle in verschiedenen Versionen von allen eingesungen, oder wie verstehe ich das jetzt? Irgendwie. Ich muss mir da echt noch einen Plänle machen.
Mal gucken, ob ich irgendwie die Lieder wechseln kann. Extrem Boxe! Aber es geht länger jetzt, das Lied, ne? So mehr dazu kommt, desto länger scheint das Lied zu sein. Weil jeder mal seinen Part singen darf. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Chain komplette! Komplette Chain! Kette komplettiert! Die hören sich alle gleich an. Ja, ich glaube, es war auch immer das gleiche Lied bisher. Aber ich schalte Errungenschaften frei. Ich bin stolz auf mein Leben. Vocaloid-Kenner können sie unterscheiden. Obwohl es ja nicht viel mit Vocaloid zu tun hat, das Spiel, ne? Das ist halt alles J-Pop. Encore! Hört im Hintergrund immer dieses Encore! Also Zugabe, Encore, Encore! Encore! Wenn wir so alle glücklich sind. Kriegen wir wieder ein Level Up oder so, bestimmt. Level Up! Hört ihr das? Encore! Encore! Okay, wir kriegen doch noch kein Level Up. Wir müssen uns erstmal dieses Tanzgedöns wieder reinziehen. Aber so lang! Gehen wir einfach mal wieder die Kommentare ein bisschen durch. Weil ich habe jetzt echt eigentlich keinen Bock hier, immer hier die Kamera rumzuschalten. Ist jetzt auch nicht so spannend. Du. Miku-Herz. Nein, Rin-Herz. Rin-Love for the fullest. Hier, check this. Rin- und Lenz-Fan und so. Haben wir das auch mal gesehen. Aber da hinten ist Miku, ne? Da ist Miku. Und da ist Miku. Und das ist Black Rook Shooter. Len und Rin sind besser. Tut mir leid, da stimme ich zu. Come on! Hey, wenn man sich selbst dabei zuguckt, dann denkt man auch, ey, der Typ hat's nicht mehr alle. Ach, schön. Say money, what you want. Muss einfach mal mitsingen, wenn es auf Englisch da steht. Das kann ich noch. Ja, okay. Ich trinke mal noch was. So, voll die Moves machen hier so. Yay! Wir sind fertig! So. Let's get it on und so. Weil wir streamen schon wieder über eine Stunde. Wie die Zeit vergeht, ne? Wir haben was gegettet. Wir haben ein Bronze-Check. Wahrscheinlich ist es ein Outfit gekriegt. Okay. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause von diesem anstrengenden Auftrittstag. Zurück in die Agentur, wo Producer-San vielleicht ist. Oder gehen wir nach Hause und machen Hire. Ich weiß es nicht so genau. Aber wir kriegen ein Level Up. Oh, Level 3 schon. Und alles. Irgendwas steigt hier immer mehr. Denn der Idol-Rang ist das, glaube ich. Dann steht. Nein, das steht oben. Also F ist Idol-Rang und unten ist was anderes. Ich habe keine Ahnung, aber es hat mir so vor, als ob wir eben Honey Heartbeat uns anhören. Wir müssen mal was anderes hören außer Honey Heartbeat. Wir können es aber jetzt im Pro spielen. Immerhin. Schon mal viel wert. Herr Producer!
Jedes gar. Mit so krassen Typen wie uns. Oh, Producer Son ist back. Krokine Hoshindo Takate. Hote. Satan ist die Uhr. Wie früh haben wir eigentlich? Wir haben schon 7:30. Damn. Ja, es ist jetzt alles nicht so spannend hier, wenn man nicht versteht, um was es geht. Aber da ist ein Ventilator. Ich habe auch hier ein Ventilator. Ich bin quasi Smartphone. Okay. Now loading. So, jetzt sind sie schon so viert. Moment, wer ist das noch? Warum ist das denn das? Kommen die? Nein, das sind alle plötzlich. Mit euch habe ich noch nicht geredet und so. Und noch nicht die Einstellungstests gemacht. Okay, jetzt sind anscheinend. Ah, das sind die Zwillinge. Ich mag sie, sind auch cool. Da wäre jetzt die nächsten gewesen, die ich genommen hätte. Okay, jetzt sind anscheinend alle dabei. Am Anfang wählt man, glaube ich, das 3 aus. Hier die 3, die man so hauptmäßig dann spielen will oder irgendwas. Mino! Aber es kann sein, dass ich jetzt alle spiele. Ich weiß es nicht. Nonne Schiene Dor, wie immer so motiviert, da steht so. Ja, okay, ich bin voll. Bist voll spannend hier, ich höre voll krass zu. Ihr schreibt komische Sachen im Chat. Die geben genauso wenig Sinn in meinen Augen wie das, was hier im Japanisch steht. Okay. Sate. Okay, hier gibt's wieder irgendwas zu Introductions. Zu Introduce gibt's hier was. Okay. Ich hab das komplett verstanden, um was es hier gerade ging. Oh, wir haben Medley. Oh, hier gibt's Medleys. Das ist ja cool.